Hallo und willkommen zum heutigen Topspiel hier bei Last Gaming. Ich habe die Partie Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach für euch. Ja, ich habe sie ausgewählt, weil es doch interessant ist. Bei Gladbach geht es noch um die UEFA, um den UEFA Cup bzw. die Champions League, je nachdem, wie sie sich hier am Ende präsentieren. Und bei Hannover ja um den Abstieg bzw. den Klassenerhalt. Die erste Chance für Gladbach. Durch Blea, aber keine Gefahr für den Torwart. Gladbach hat ja am Wochenende 1:1 gegen Bremen gespielt. Haben sich auf jeden Fall mal deutlich gesteigert. Jetzt die Chance. Ah, knapp daneben. Ist auch vorbei, Hazard, ne? Ja, haben auf jeden Fall eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Haben dann am Ende 1:1 gespielt. Aber ja, die Leistung auf jeden Fall besser wie zuvor. Hannover hat ja gegen Wolfsburg 3:1 verloren in Wolfsburg. Und das, obwohl sie geführt haben. Aber das Spiel habe ich auch nicht gesehen. Ich kann auch nicht sagen, ob Hannover besser war oder sie einfach nur Glück hatten mit dem Tor. Auf jeden Fall geht es jetzt so langsam um die Wurst. Der 29. Spieltag steht jetzt vor der Tür und ja, es geht jetzt so langsam um die Entscheidung in der Bundesliga. Jetzt vielleicht mal die Hannoveraner. Na, Eckball. Den ersten Standard in dieser Partie. Gladbach ist aktuell übrigens auf dem 5. Platz mit 48 Punkten. Auf dem 4. ist Frankfurt mit 52. Und der 6. hat 45, das ist Wolfsburg. Was macht Jan Sommer denn da im Tor? Und wie gesagt, der 7. Hannover hat, Hannover sage ich, Hoffenheim, hat 44. Also hat Gladbach noch 4 Punkte vor einem nicht internationalen Platz. Und das wollen sie natürlich hier nach Möglichkeit ausbauen. Jetzt vielleicht über Stindl, schöner Pass und Tor. Oh nein, doch nicht. Ah, da wird sich, ich glaube Zakaria war es, der wird sich da ärgern. Ja, Zakaria war es, genau. Fast die Führung für die Borussia. Es gibt immerhin den ersten Eckball für Gladbach. Und wie gesagt, wenn Gladbach heute gewinnt, haben sie 51 Punkte. Kommen sie ran an Frankfurt, je nachdem wie die spielen. Und können natürlich ihren Abstand... Und jetzt ist er aber drin. Ich will erzählen und da denkt sich Plea. Scheiß da unten drauf. Der Kerl redet zu viel. Ich mache mein Tor. Ja, mal nach einem Standard ein Tor. Sieht man bei der Borussia auch nicht so oft diese Saison. Kurz ausgeführt. Dann die Flanke ins Torwart-Eck. Na, da sieht der Torwart nicht gerade sonderlich gut aus. Den kann man schon mal halten. Fliegt da an seiner Hand vorbei. Und ja, aktuell dürfte es Klapper freuen. Sie sichern sich einen weiteren Spieltag das internationale Geschäft mit dem UEFA Cup. Und wie gesagt, können auf Wolfsburg und Hoffenheim Punkte gut machen. Bei Hannover sieht es dafür düsterer aus. Sind ja Tabellenletzter mit 14 Punkten aktuell. Und Augsburg, der Nichtabstiegsplatz, hat 25, also 11 mehr. Die spielen aber am Wochenende gegen Frankfurt. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie da gewinnen. Aber trotzdem muss dafür natürlich auch erstmal Hannover gewinnen, ne? Und wenn sie heute hier nicht gewinnen, dann könnten sie schon bald absteigen. Sind nach dem Spieltag noch 5 Spieltage. Das heißt, noch 15 Punkte können, noch 15 Punkte kann man holen. Das heißt, wenn Hannover heute nicht gewinnt, haben sie 11 Rückstand und dann, ja, dann war es das schon fast. Aber bei Hannover ist auch im Moment die Hölle los. Vorstand, Trainer, alles verkracht, überall Zoff mit Kind und hier und da, also man kommt gar nicht zur Ruhe. Ich glaube auch, dass Hannover runtergeht diese Saison. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Für Nürnberg, die 3 Punkte mehr haben, und Stuttgart wird es noch ein bisschen knapper, wobei Stuttgart ja immerhin 21 Punkte hat. Schau mal kurz, gegen wen Stuttgart und Nürnberg spielen. Haben ja am Wochenende 1:1 gegeneinander gespielt.
So, Nürnberg muss nach Schalke. Oh, das ist auch direkt das Abstiegsduell. Und Stuttgart spielt gegen Leverkusen. Also auch nicht gerade die einfachsten Partien. Oh, mal eine sehr gute Chance für Hannover. Aber solche Dinger müssen dann halt eben drin sein, wenn man noch irgendwie das Projekt Klassenerhalt schaffen will. Aber immerhin mal eine erste Annäherung. Jetzt der zweite Eckball für Hannover. Wird aber vorerst mal geklärt. Und die Klapper haben den Ball. Plea auf Zakaria. Wieder Plea, Stindl. Ah, da will Plea ein bisschen zu viel, bleibt hängen und jetzt die Chance für Hannover. Offensiv mal wieder ein bisschen mehr in Erscheinung zu treten. Müller. Schöne Flanke, aber da ist keiner. Und so verpufft die Chance quasi im Nichts. Ja, Nikolai Müller steigt dann zum zweiten Mal ab. Einmal mit Hamburg und dieses Jahr dann wahrscheinlich mit Hannover. Genauso wie Wallacy und Wood. Wallacy ist glaube ich auch. Wallacy ist glaube ich auch nach Hannover gegangen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oh, was war das denn? Ohne Bedrängnis kloppt er da den Ball raus. Als wären wir in der Kreisliga. Dazu muss man sagen, Hannover hat sogar einen ehemaligen Kreisliga-Kicker im Kader drin. Hier der Weidand, oder wie heißt es das, glaube ich. Hat vor ein paar Jahren noch Kreisliga gekickt, ne? Das nenne ich mal eine Karriere. Also ein Abstieg natürlich. So, 42 Minuten sind gespielt. Und so viel ist bis jetzt auch noch nicht passiert. Aber vielleicht jetzt mal über Plea. Gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Korb. Ja, und der Seitfallzieher wird geblockt. Von daher die Chance zunichte. Und es geht jetzt wieder Richtung Sommer. Der kommt weit raus. Aber der hat den Ball. Den muss er auch haben, wenn er jetzt rauskommt. Aber wie gesagt, so der absolute Kracher von Gladbach ist es bis jetzt nicht. Und von Hannover auch nicht. Hatten eine Chance. Gladbach hatte, glaube ich, auch ein, zwei Chancen. Haben aber halt eben direkt das Tor gemacht. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Aber gerade an solchen Aktionen sieht man, dass da halt eben auch noch nicht so viel Sicherheit nach vorne ist. Aber die Gladbacher führen 1-0. Und ich denke mal, bis jetzt dürften die Fans damit dann auch zufrieden sein. Haben auch mehr Ballbesitz. Aber man muss natürlich aufpassen. Gegen Bremen hat man auch geführt. Von daher müssen sie schauen, dass sie jetzt schnell das zweite Tor machen. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit Halbzeit 2. Anstoß für Gladbach. Der Ball rollt wieder. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt die Halbzeit 2 so bescheren wird. Hazard. Der wird ja Borussia Mönchengladbach am Ende der Saison verlassen. Aller Wahrscheinlichkeit nach Dortmund. Wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Generell Gladbach will ja sehr viel ausmisten. Habe ich gehört bzw. gelesen. Ich bin mal gespannt. Bekomme ich auch einen neuen Trainer? Hacking muss ja leider am Saisonende gehen. Na gut, was ist leider? Es hatten ihn viele um Kicker. Ich muss sagen, ich bin da eigentlich eher neutraler Meinung, weil ich denke mir immer, ja, wenn er mit dem Trainer die Hinrunde komplett top spielst, da was heißt top, aber jede Menge Punkte holst in der Rückrunde, dann komplett einbrichst, ne? Kannst nicht eigentlich immer nur der Trainer sein. Generell im Fußball finde ich, die Trainer sind sowieso immer die Arschlöcher für alles. Aber naja, wenn es eben nicht geht, geht es eben nicht. Und jetzt kommt der von Salzburg, Rose, ne, Rose, so nicht Rosé, Rosé, den kann man trinken. Ja, Rose kommt von RB Salzburg. Da bin ich mal gespannt, was der macht. Der baut ja ziemlich oft auf die Jugend. Da bin ich echt gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Klapper ein paar Alte ab,
schießt und dafür Junge holen. Das habe ich nicht aufgepasst, wer bei Hannover gekommen ist. Kramer kommt für Strobel bei Gladbach. Und bei Hannover ist, ja, M gegen M. Oh, der ist schön. Aber Wendt, passt auf, der nächste Wechsel. Bobby Wood, der ehemalige Hamburger, kommt jetzt für den Kreisliga-Kicker. Der dritte Eckball für Hannover und auch der bringt nichts. Also Hannover bis auf die eine Szene eigentlich offensiv gar nicht gefährlich. Aber das soll ja natürlich nichts heißen. Jetzt gibt es den nächsten Eckball. Eine kleine Druckphase von Hannover hier. Ja, Wood holt ihn raus. Sommer klatscht, aber naja, der Ball hätte auch durchgehen können. Ich glaube nicht, dass er ins Tor gegangen wäre. So, der vierte Eckball, aber auch der bringt nichts. Sommer hat den Ball sicher. Na, vielleicht jetzt mal ein Ding über Hazard, über rechts. Na, aber die Flanke zu ungenau. Aber Klapper weiter in den Ballbesitz. Kramer. Hofmann. Plea. Stindl. Ja, keiner hat die Eier mal zu schießen. Und Stindl macht es einfach mal. Holt immerhin den Eckball raus. War eigentlich auch gar nicht mal so ein schlechter Schuss. Aus der Drehung. Der kann schon gefährlich werden. Und Wolesi kommt jetzt für Haraguchi. Bei Hannover. Und Neuhaus kommt für Hofmann bei Borussia Mönchengladbach. Hab's aus Versehen weggedrückt. Ja, und Wolesi ist dann auch in Hannover, wie ich gesagt habe. Also drei ehemalige Hamburger Absteiger bei Hannover, die jetzt wieder absteigen. Das nenne ich mal Ironie. der war gefährlich. Unnötige Aktion von Johnson, aber Vorteil. Hätten besser den Freistoß geholt. Ja, Hazard ist auch die letzte Zeit eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst, finde ich. Ich weiß nicht, ob der schon im Kopf weg ist oder was bei dem aktuell los ist. Aber der bringt auch so gar nichts mehr auf die Reihe. Meine Meinung. Wow, und immerhin mal wieder eine Torchance für Hannover. Aber auch nicht so gefährlich. Ja, jetzt gibt es noch die gelbe Karte nachträglich für Fabian Johnson. Gab ja Vorteil. Jetzt kommt noch Patrick Herrmann für Hazard in die Partie. Bei dem soll ja auch verlängert werden. Eventuell. Also bei Herrmann. Ich hätte Hazard aber doch schon ein bisschen früher aus dem Spiel genommen. Denke ich zumindest mal. Von dem hat man heute nicht viel gesehen. Aber die Klappacher Offensive auch immer noch, wie gesagt, viel zu unsicher. Da ist auf jeden Fall mehr Potenzial nach oben da. Aber dafür passt heute die Abwehr auf. Aber die haben auch nicht so viel zu tun. Die 85. Minute läuft übrigens. Ich denke, bald ist hier Schluss. Wenn Klapper das jetzt klug angeht, dürfte hier eigentlich nichts mehr anbrennen. Eigentlich, sage ich. Also, wir wissen ja, wie es im Fußball ist. Letzte Woche zum Beispiel Frankfurt-Schalke in der 98. Minute. Elfmeter für Frankfurt. Ja,
hatte Schalke natürlich auch keinen Bock mehr. Aber das Passspiel nach vorne bei den Klappachern, eine Katastrophe. Zumindest mal heute. Aber ich denke, das wird es auch gewesen sein. Ja, Gladbach gewinnt 1:0 gegen, ja, sehr schwache Hannoveraner. Ich denke, den Fans und der Mannschaft, dem Trainer, gut, dem Trainer jetzt vielleicht nicht mehr, aber wird es egal sein. Gewonnen ist gewonnen. 3 Punkte im Rennen um die Europa League bzw. Champions League. Ja, auch wenn es vielleicht nicht das schönste Topspiel war, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und der Ball fliegt da hinten und wir fliegen jetzt auch davon. Bis nächste Woche zum nächsten Topspiel bei Last Gaming. Ciao, ciao.